Willkommen zurück bei Tropico 6. Es ist ja eine ganze Weile kein Video mehr gekommen, was daran liegt. Einmal natürlich gab es einen Schneesturm in Tropico und deshalb bin ich einfach nicht mehr zu meinem Mikrofon hingekommen, um aufzunehmen. Das war einmal ein Problem natürlich. Und das andere Problem war aber, dass ich mich, wie man denke ich ja auch gemerkt hat, einfach auf andere Videos konzentriert habe. Es sind ja nicht gar keine Videos gekommen, es sind nur eben keine Tropico-Videos gekommen. Und ich möchte Tropico natürlich zu Ende spielen. Das ist einfach das Projekt, was ich jetzt am längsten gespielt habe. Und es kommt ja auch gut bei euch an, deshalb möchte ich das natürlich auch gerne noch zu Ende spielen, das werde ich auch zu Ende spielen. Und der Grund, dass ich einfach mal was anderes gespielt habe, war einfach nur, dass, obwohl ja Tropico eben gut ankam, sind dadurch nicht unbedingt jetzt viele neue Zuschauer zum Kanal gekommen, was ich auch nicht erwartet hätte. Ich meine, wer sieht denn jetzt Folge 174 von irgendeinem Tropico-Let's Play und denkt sich, ah, klicke ich an und abonniere den Kanal? Das passiert natürlich nicht. Und weil aber natürlich, ich mache das hier gerne, das Spielen und das zu moderieren, das mache ich alles gerne, aber so richtig sinnvoll wird es ja auch erst, wenn sich das auch tatsächlich jemand ansieht. Und deshalb wollte ich, indem ich da mal so andere Sachen probiere, einfach mal, habe ich so gehofft, dass ich dadurch den Kanal vielleicht mehr neue Zuschauer bringen kann, die sich das dann eben auch ansehen und das Ganze dadurch eben, ja, ein bisschen belebter wird, ein bisschen sinnvoller auch. Ich werde nicht unbedingt jetzt alle Videos auf Englisch machen. Tropico werde ich jetzt noch auf Deutsch zu Ende machen. Eventuell auch noch ein paar andere Projekte. Das muss man mal sehen, wie sich das so entwickelt. Vielleicht kommen die Videos auf Deutsch ja sowieso besser an. Das muss man dann alles mal sehen. Aber jetzt wollte ich das eben erstmal probieren. Und es kam ja auch sehr gut an, muss ich sagen. Da sind durchaus einige Zuschauer, einige neue Zuschauer zum Kanal hinzugekommen. Auch, glaube ich, Abonnenten. Wenigstens einer zumindest. Insofern ist das, denke ich, gar nicht mal so schlecht und ich hoffe, dass es jetzt auch nicht so schlimm für euch ist, wenn da jetzt ja erstmal ein bisschen weniger Tropico kam. Was vielleicht eher schlimm ist, ist, dass dass wir einmal wieder angegriffen werden. Das ist blöd. Okay, die haben schon alles Maximalbudget, das ist gut. Finde ich es cool, wie das verschneit aussieht. Das sieht irgendwie cool aus. Das mit dem Herbst, das fand ich ein bisschen seltsam, aber so verschneit, das sieht eigentlich ganz cool aus. Egal. Wo war ich? Ach ja, was vielleicht eher ein Problem ist, dass ich gar nicht mehr weiß, was wir eigentlich machen sollten. Richtig, wir brauchten die Weltwunder, wir müssen Windows Unterstützung entfernen. Dafür brauche ich ein Zentrum für Cyberoperationen. Ach ja, und die Weltwunder, richtig, das war's dann schon. Ja, dafür brauche ich nur ein wenig Geld für die Wissenschaft. Okay, was wird brennen? Wir müssen gucken natürlich, es darf uns nicht... Ach, richtig, hinten habe ich eine Militärbasis gebaut. Das war eigentlich eine ziemlich clevere Sache, aber die habe ich jetzt fast vergessen. Ah, es ist gerade keine gute Zeit, obwohl ich gar nicht mehr so unbeliebt bin, aber noch nicht beliebt genug. Verfassung kann jetzt aufgehoben werden, es gibt neue Handelsrouten, sehe ich. Das Zeug, doch Gold haben wir. Insofern, boah, können wir mal verkaufen, weil die anderen Sachen haben wir jetzt gerade nicht. Was brennt denn alles? Es brennt gerade gar nicht so viel. Wo sind die Typen denn, die hier angreifen? Ach, die kommen alle hier oben lang. Ja, das ist gut. Okay, okay. Und dann kriegen wir die einfach. Ja, ich schätze, wir können hier mal den Hubschrauber hinschicken. Wir brauchen ihn gerade für nichts anderes immerhin. Können die auch mal so eine Absteige löschen. Das ist jetzt nicht unser wichtigstes Gebäude, aber wenn der Hubschrauber gerade frei ist, kann er auch das mal machen. Ich warte jetzt einfach nur, dass wir mehr Geld haben. Ja, bin ich mit irgendjemandem in Bündnis eigentlich? Nee, ich bin mit niemandem im Bündnis. Nicht? Warum nicht? Komisch. Hätte ich doch eigentlich... achte ich doch immer darauf, in Bündnis zu kommen. Egal. Wir müssen jetzt einfach nur, was wir einfach noch machen müssen, ist ein bisschen abwarten. Es könnte sein, dass wir während der Missionsplanung übersehen haben, ja, dass sich das Ziel, ja, ihr kriegt die Stoffe. Direkt neben dem Kreml befindet. Ihr kriegt die Stoffe ja schon geliefert. Die stellen wir ja zum Glück her, die Stoffe. Oh, hier brennt es auch. Ich muss wirklich mal so ein Solarkraftwerk bauen. Was? Schon wieder? Die greifen uns schon wieder an? Och, erzeugt mir doch nichts. Das Umspannwerk, ah, da sind gerade die Feuerwehrautos, okay. Schon wieder! Ach nee, die Angreifer waren noch... Oh, richtig, wir haben hier einen Flugzeugträger. Den hatte ich ja schon ganz vergessen. Aber gut, also... Hier wohnen anscheinend tatsächlich Leute. Ja, nicht schlecht. Netzwerkbilanz ist negativ, das ist nicht gut. Hoffentlich geht uns nicht irgendwann mal die Kohle aus.
dann hätten wir wirklich ein Problem. Was kann ich den Leuten denn verkaufen? Rum. So. Und außerdem... Ja, habe ich gerade nichts anderes. Ach doch, Eisen, Eisen. Wir haben hier noch gar kein Stahlwerk. Da kann ich Ihnen auch das Eisen verkaufen. Also, Leute. Wir brauchen nur ein wenig Geld, um noch ein Weltwunder zu bauen. Dann wäre die Sache... Dann wäre ein Teil schon mal erledigt. Ja, aber... Das mit dem Geld ist so das Problem daran. Das wird schwierig. Also, Leute. Warum... Was ist überhaupt das Problem, aber wie ist denn? Ja, die Ausgaben sind einfach höher als die Einnahmen, aber warum sind die Exporteinnahmen denn auch so gering? Also gut, ich sehe, hier wird irgendwie, es läuft irgendwie bei keiner der Industrien. Okay, wir müssen eine Baumwollhydrokultur wieder aufbauen und auch eine Tabakhydrokultur. Haben wir gar keine für Tabak noch? Die müssen wir wieder aufbauen, denn die Zigarren und die Stoffe, das läuft nicht. Also werden wir da was anderes brauchen. Das hier läuft ja auch nicht. Ja gut, klar, wenn die Stoffe nicht laufen, wird auch das nicht laufen. Ich würde mich selbst, wenn ich jetzt Staatsanleihe aufnehmen würde, um mal kurz was zu investieren, würde das ja gar nicht reichen. Ich müsste ganz gewaltig gleich investieren. Schlechte Sache. Aber könnte man so viel machen. Man könnte die Rumdistillerie... Ja, man könnte zum Beispiel ein zweites... zweite Zuckerhydrokultur bauen und dann könnte man... Ich habe sogar schon zwei. Man könnte eine Pharma GmbH eben bauen, man könnte so viel machen, aber... da bräuchte man halt Geld für. Warum ist gerade so wenig Geld vorhanden? Was läuft denn hier mal wieder falsch? Es lief doch ansonsten eigentlich ganz gut. Ja, das weiß ich jetzt nicht so ganz, was hier das Problem ist. Sind alle, haben wir noch Obdach? Arbeitslose Bürger? Ja, tatsächlich. Dann könnten wir doch mal hier wieder das Kohlebergwerk öffnen. So. Dann können die da arbeiten. Soll ich einfach, wenn ich jetzt Staatsanleihe aufnehmen würde, hätte ich ja fast 14.000 an Geld übrig. Boah. Ist jetzt nicht viel. Aber es könnte vielleicht für ein paar interessante Sachen reichen. Also mal sehen, wie viel würde die Pharma... die würde ein bisschen viel kosten. Aber zum Beispiel so eine Möbelfabrik könnte man davon bauen. Aber wir haben hier die Boote. Ich meine, ich könnte auch einfach noch eine Bootswerft bauen. Das wäre auch nicht schlecht. Ich frage, sollen die überschüssigen Planken in Boote, einfach noch mehr Boote, oder soll ich die in Möbel stecken? Weiß ich jetzt nicht. Soll ich das überhaupt machen mit der Staatsanleihe? Ach komm, wir machen das mal. Wir brauchen ja einfach mal, wir müssen ja irgendwie mal mit dem Geld zurande kommen. Also, bauen wir die Baumwollfelder wieder auf. Jetzt haben wir noch ein bisschen Geld. Das würde für eine Möbelfabrik reichen. Konserven. Konserven war noch immer eine sehr nette Sache. Vielleicht sollten wir einfach eine Konservenfabrik wieder aufbauen, oder haben wir eine? Wir haben eine. Okay. Das reicht. Fruchtpresse. Ja, dieser Saft hat auch immer eine ganze Stange Geld gebracht. Bräuchten wir nur ein bisschen Bananen, ist die Sache. Mais, Ananas, Zucker, Bananen. Wie viel würde eine Bananenhydrokultur denn kosten? 4.000. 4.000 plus... Was kostet mich die Fruchtpresse? Plus 12.000. 16.000. Ich habe 9.000. Das sind 7.000 da drüber. Und das geht. Ja, das würde gehen. Alles klar, dann schaffen wir uns mal eben... Ich hole erstmal die Hydrokultur rein, falls doch noch irgendwas schief geht. Stellungnahme des Palasts erklärt Kryptowährung für unpatriotisch. Wenn kein Bild von El Presidente darauf ist, ist das keine Währung. Denn, falls doch irgendwas schief geht, haben wir dann immerhin schon die Hydrokultur. Und die kann dann ja auch alleine Profit bringen. Aber das würde mit der Saftpresse eben nicht gehen. Ich überlege, soll ich das einfach hier machen? Oder soll ich die Hydrokultur hinbauen? Ja, hier rein passt die doch gut. Hier ist doch noch gut Platz. Und dann können wir die Fruchtpresse... Jawohl, das passt doch noch. Die kann dann einfach direkt hier gegenüber gebaut werden.
Nicht? Ah, ist aber knapp. Dann müsste die hier unten irgendwie gebaut werden. Geht ja auch. So. Und jetzt? Ja, jetzt sollte es ganz gut laufen. Macht erstmal die Bananen auf hohe Priorität. Jetzt bringt jetzt die Fruchtpresse vor den Bananenfeis haben. Gut, die könnten auch die Ananas, aber die sollen sie die Konserven stecken. Die haben jetzt auch nicht so einen Überschuss daran, muss man mal. Wir haben noch mehr Geld übrig. Dann könnten wir noch weiter investieren. Und das sollte ich am besten, da komme ich schon mal noch eine Ananas-Hydrokultur. Denn die haben jetzt nicht so dolle viel bei den Konserven. Ist jetzt nicht, dass die einen riesen Überschuss da hätten. Da kann man mal schon noch einen auf Uran schaffen. Oder eine Fischfarm besser vielleicht. Ist viel teurer, eine Fischfarm. Dann vielleicht lieber nicht. Wobei man die Fische ja auch so eigentlich ganz teuer verkaufen kann. Oder? Ich schaffe was ganz anderes. Ah, da komme ich mal die hier, die. Noch eine für Ananas. Wobei, die könnten ihre Konserven auch einfach aus Fleisch herstellen. Das hier sollte ja eigentlich ausreichen dafür, oder? Aber gut, dann können wir auch mehr Saft. Ich weiß nicht, ob eine Bananenhydrokultur für den Saft reichen würde. Ach, wisst ihr was? Ich heb das Geld erstmal auf, vielleicht. Aber die haben hier so viel Fleisch, das muss man doch verarbeiten. Dann kann die anderen das in die Saft pressen und so. Für Kaffee, Hier, der Kuchdruckkonservierer. Ich berichte. Sehr schön. Okay. Achso, und wann haben wir. Wir haben noch kein Weltwunder. Was? Nee. Ah, wisst ihr was? Ich könnte mal das. Nee, jetzt habe ich kein Geld. Aber das Zentrum für Cyberoperationen. Überwachungsturm? What? Wo kommt der denn her? Greift feindliche Truppen während militärischer Konflikte an und hat die Chance, verborgene Rollen von Passanten aufzudecken. Senkt die Freiheit der Nähe, stärke die Sicherheit in der Nähe leicht. Der muss neu sein. Ich habe heute. Bevor ich das Spiel installiert habe, bevor ich es gestartet habe, ein Update installiert. Der muss neu sein, der Überwachungsturm. Cool, kommt tatsächlich noch Features hinzu. Hätte ich tatsächlich nicht gedacht. Ich dachte, das Spiel war mit Release fertig. Ja, cool. Okay. Wenn wir ihn mal brauchen sollten, den Überwachungsturm, wird er für uns da sein. Aber im Moment ist nicht der Moment, wo wir ihn brauchen. Schade. Hätte ich gerade den alten Trick benutzen können. Aber da ging mir das Geld aus. Blöde Sache. Das hätte ich jetzt eigentlich nämlich gebraucht. Okay. Okay. Sei es drum. Beziehungsweise bin ich gut mit dem Mittleren Osten. Mit denen sollen wir ja gute Beziehungen haben. Richtig, sonst kriege ich das hier noch gar nicht abgeschlossen. Ach nee, weil ich den Wert schon einmal hatte, ist das okay. Gut. Ja, das muss ich mit der EU noch machen. Ja, und dann muss ich halt das Zentrum für Cyberoperationen. Erwarten wir, dass sie reden? Nein, wir erwarten, dass sie sterben. Nur ein Scherz, Präsidente. Ihr seid natürlich für alle unsere Todeserwartungen zuständig. Flucht nach Zahlen. Die feindlichen Agenten werden irgendwann klein beigeben und uns das Passwort verraten. Wir könnten sie auch mit einer ausgeklügelten Todesfalle bedrohen und so den Prozess beschleunigen. Hier, schaut euch den Katalog an. Mir persönlich gefällt die Krokodilgrube. Haie sind so altmodisch. Da müssen wir den Raub verzögern. So viel Geld will ich jetzt ja nicht ausgeben. Wir haben ja Zeit, bis die Mission fertig ist. Da können wir auch mal noch warten. Das dauert ja sowieso alles noch ein bisschen. So, und jetzt müsste es bei den Stoffen doch eigentlich mal ganz gut laufen. Zwei Baumwollfelder sollten denen ordentlich was bringen. Da arbeitet aus irgendeinem Grund nur immer nur wenig Leute bei den Baumwollfeldern. Doch, hier arbeiten Leute. Okay. Dann geht das. Und dann sollten hier jetzt auch mal mehr Baumwolle, sollte mehr Baumwolle reinkommen und dann sollte das auch glatt gehen. So, die Bananenhydrokultur ist fertig. Dann kann die Saftpresse jetzt auch gleich Saft bekommen. Also Bananen für den Saft. Die hier kriegen hoffentlich, ja, die kriegen massenhaft Fleisch. Und auf einmal haben sie auch ganz viel Ananas rumliegen. Die hätten noch sonst nicht so viel Ananas. Egal. Die werden die Ananas dann ja sowieso zur Saftpresse liefern. Hoffe ich. Die können das jetzt ja mit dem Fleisch machen. Es wäre schön, wenn man so Waren verbieten könnte, sodass die jetzt keine weiteren Ananas mehr bekommen sollen. Aber das geht nicht. Geld, ja gut. Mit dem Geld wird es dann besser laufen, wenn wir das hier erstmal. Jetzt habe ich ja ordentlich was investiert in die Wirtschaft. Das sollte es dann auch erstmal bringen, denke ich. Und ich würde jetzt echt gerne mal in der Mission vorankommen. Jetzt habe ich so lange nicht gespielt. Ich habe ja selber auch nicht so lange gespielt. Ist ja nicht nur, dass ich keine Videos gemacht hätte. Ich habe auch tatsächlich eine ganze Weile nicht gespielt, wie man sich hätte denken können. Und da würde ich jetzt gerne schon in der Mission direkt vorankommen. Bei fast einer Minute. Gut gemacht, Nerds. Weiter so. Das kennen wir ja schon. Ich finde es wirklich gar nicht so unpassend hier, obwohl das hier eben so tropisch aussieht. Das passt eigentlich gut, der Schnee. Tatsächlich, also es kommt tatsächlich gut, wenn
man Palmen und dazu Schnee hat. Das sieht tatsächlich ästhetisch aus, wenn man das mal gesehen hat. Es kommt gut. Wow, das sah ja gefährlich aus. Bin ich einfach mitten im Tornado gelandet? Okay, so, macht mal die Verteidigung hohe Priorität, damit sich alle nämlich dahin bemühen. Ich meine, die greifen doch nicht. Ach, die greifen auch von hier an. Aber das sind nur diese Soldaten. Die Panzer werden jetzt schnell hier hinkommen. Und das wird problematisch für uns. Ja? Für uns, ja genau, für uns. Für uns wäre das problematisch. Also Leute, legt an. Aber unsere Panzer werden schon zur Stelle sein. Hallo? Wollt ihr mich verarschen? Da gibt mal Kette, Leute. Haben die eigentlich die Reaktivpanzerung? Tatsächlich. Habe ich die mal gekauft? Cool. Okay. Sie haben es trotzdem zerstört. Bergwerk. Okay, das werden wir hinkriegen, denke ich. Tabak, der lief schon so schlecht. Okay, löscht das Kraftwerk. Warum wirklich einmal Solarkraftwerke? Okay, und die Zigarrenfabrik und die Schokoladenfabrik. Ah, vor allem die Baumwollhütokultur. Die muss gelöscht werden. Sag mal, hallo? Die haben unsere Panzer zerstört? Hä, wir hatten doch auch Reaktivpanzerung und Maximalbudget. Wie kann das sein? Hä? Hm. Wo sind denn unsere anderen Panzer alle? Ja klar, die von hier hinten, gut, das ist gut, dass sie kommen, aber... Dauert doch viel zu lange. Hier macht man Verteidigung pro Priorität, damit die alle ins Gerät... Mit allen Zuhörern solidarisieren, deren Haus gerade in Flammen steht. So ein Pech. Okay, löscht hier mal alles. Oh, jetzt haben die unsere Hüdekulturen gesprengt, das glaubt man ja nicht. Wurde jemand vom Blitz getroffen? Vielleicht sogar zweimal? Die Leitungen sind offen. So, haben sie es jetzt geschafft? Ja, also. Ach, Kakao. Okay, die können wir erstmal schließen. Wobei, die Schokolade wird vielleicht noch abgeholt. Ach, das muss jetzt aber nicht sein. Ist das Tabakfeld noch da? Nee. Okay, dann werden die jetzt erstmal kurz pausiert. Bis die Felder wieder aufgebaut sind, was nicht so lange dauern dürfte. Okay, ja gut, und die da oben, ja, das war's dann. Gut, aber unsere nächste Investition muss sowieso in die Modernisierung eines Bergwerkes sein. Wollen sonst die Industriellen aufs Dach steigen, wobei das hier, glaube ich, auch immer nur einen Monat dauert. Ja. Ein Jahr ist jetzt nicht so lange hier in Tropico, aber trotzdem sollten wir das machen. Vielleicht sowieso sollten wir mal die Bergwerke modernisieren. Aber vielleicht vergesse ich es auch einfach. Ich weiß nicht, ich würde jetzt wirklich erstmal gern für die Mission was machen. Ach, und jetzt habe ich ja so schön in die Wirtschaft investiert und jetzt haben die das wieder alles zerstört. Aber die Baumwollfelder stehen noch, das ist wichtig. Ja, Kakao, Gummi, Tabak. Gummi ist schon so lange weg. Ja, und die beiden Tabakfelder, das ist halt auch blöd. Und der Kakao, aber so richtig gut lief das sowieso nie. So, die stellen jetzt mal ordentlich Stoffe her und die hier sollten... Brauche ich noch ein Baumwollfeld oder arbeiten da einfach noch nicht genug Leute? Wer ist bei der Fruchtpresse? Gut, kriegt Ananas, Bananen. Ach nee, Bananen habe ich ja keine gebaut. Hier haben ganz viel Ananas rumliegen. Hm. Ach, die Hydrokultur ist kaputt. Dann müssen wir die mal kurz reparieren. Und deshalb fehlt es bei der Baumwolle nämlich hier auch noch. Aber okay. Das sollte jetzt ja alles bald wieder anlaufen. Ich glaube, ich sollte diese Militärbasis umplatzieren hier unten hin. Damit die schneller abfangen können. Ich berichte, die Verstopfung ist... Das sollte ich, glaube ich, machen, sonst kommen die hier immer zu weit voran. Aber cool, dass es wirklich noch Updates gibt, dass wir jetzt also diesen neuen Turm haben. Ich weiß nicht, ob wir den benutzen werden. Die Zustimmung ist inzwischen gar nicht so schlecht. Wie kommt das denn? Warum sind die Leute so zufrieden? Eigentlich ist ihre Gesamtzufriedenheit niedrig, aber in Ordnung. Soll mir ja recht sein. Ich hoffe, dass wir die Mission vielleicht auch bald mal beendet haben, auch wenn dann die Kampagne erstmal zu Ende ist. Aber es gibt ja noch die Add-ons, mit denen es dann natürlich weitergehen würde. Ich weiß noch nicht ganz mit welchen, da muss ich erstmal noch gucken. Ich weiß, ich habe schon eine Weile gesagt, dass ich da mal gucken werde, aber ich dachte, solange die Kampagne noch nicht zu Ende ist, ist da noch nicht so die Not. Aber da werde ich auf jeden Fall dann
mal nachsehen. Ihr habt mir da ja auch ein paar Hinweise gegeben, mit welchem man vielleicht anfangen sollte, mit welchem Add-on. Und dann werde ich da, denke ich, auch schnell was finden. Und dann unbedingt Geschenke auf den Dächern. Schön. Kann ich die einsammeln? Naja, das sind aber Riesengeschenke. Egal. Werde es dann auf jeden Fall auch bald, sobald nach dem Ende der Kampagne weitergehen mit den Add-ons. Ja, ansonsten müssen wir jetzt einfach gerade warten, dass sich das hier alles abschließt, dass hier die ganzen Missionen, na die Mission nicht, dafür brauchen wir das Geld. Wir müssen einfach nur warten, dass die Wirtschaft anläuft, damit wir dann die Mission abschließen können. Aber das läuft ja gerade ganz gut. Das Geld wird ja immer mehr. Saft an den Mittleren Osten wäre ganz schön. Ja, machen wir doch direkt mal. Mich würde uns mal interessieren, habt ihr eigentlich diese Videos, die ich jetzt auf Englisch in den letzten Tagen gemacht habe, habt ihr die eigentlich gesehen? Oder wart ihr mehr für die deutschen Videos von mir? Würde mich mal interessieren. Könnt ihr mir ja mal schreiben. Müsst ihr natürlich aber auch nicht. Ist auch nicht so wichtig. Ist eigentlich ziemlich egal. Aber egal. Irgendwas muss man ja labern, wenn man hier einfach nur wartet, dass mehr Geld reinkommt und feststellt, dass die Brücke gar nicht auf Säulen gebaut ist, sondern anscheinend mehr ein Staudamm ist. In einem See. Naja. Ja, gut. Der Spruch ist irgendwie witzig, aber bringt mir jetzt auch gerade kein Geld. Aber gut, das Geld wird ja einfach so kommen. Wie läuft's hier eigentlich? Ja, hier auf den Schatzjagd. Gut. Die Kathedrale, ja, die kommt dann auch irgendwann mal rein. Und dann sollte das doch laufen. Na gut, dann brauchen wir nur noch Geld, sie zu platzieren. Und dann hätten wir das schon immerhin mal abgeschlossen. Also das hier. Und dann müssen wir auch noch dieses Zentrum für Cyberoperation und mit der EU Kumpels werden. Das wird ja auch noch nicht so einfach werden. Finanzielle Unterstützung nehmen wir mal mit. Haben immer noch ziemlich viele Schulden. Naja, egal. Egal. Wird schon noch. Das wird schon noch werden, denke ich. Würde ich annehmen, hoffe ich. Naja. Wie ist das eigentlich? Kommt mir das nur so vor? Oder ist die ganze Map jetzt auch mit das Gras so ein bisschen winterlich gestaltet, wenn die Bäume so verschneiden? Ich glaube, das ist nicht so, oder? Ich glaube, die sehen aus wie vorher. Egal. Ist ja auch nicht so wichtig. Es kommt ein Frachter? Nee, ist abgefahren. Ha. Na gut. Ich verstehe jetzt nicht, warum wir immer Geld bekommen, wenn der Frachter ankommt. Wir müssen es doch bekommen, wenn er ablegt. Das Geld von den Exporten. Das verstehe ich nicht so ganz, aber okay. Irgendwie funktioniert das hier so. Das ist eine ganz interessante... Ach richtig, wenn man hier nicht hochkäme, muss man da so außen rum. Ah, die Map ist schon sehr interessant. Hier könnte man ziemlich lange drauf bauen. Aber ich glaube, wenn wir mal Sandbox spielen, was ich ja durchaus auch mal machen würde, aber vielleicht macht man erstmal noch die ganzen Missionen in den Add-ons fertig. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich habe euch schon mal gefragt, wie ihr das lieber haben würdet. Und ich glaube, dass die Antwort war, dass es erst die Missionen aus den Add-ons sein sollten. Aber ich kann auch einfach nochmal in den Kommentaren nachsehen. Und falls es andersrum gewesen sein sollte, würde ich dann eben erstmal was im Sandbox machen. Falls ich es noch nicht gefragt haben sollte, würde ich es hiermit gerne mal fragen, denn vielleicht möchtet ihr ja auch lieber erst bei den Sandbox sehen. Aber wenn ich es schon mal gefragt habe, müsst ihr nicht nochmal antworten. Ich werde das dann einfach nochmal nachsehen. Gut, unabhängig davon ist die Frage, von wo die angreifen. Okay, da hinten kommt wieder nur Infanterie, die Panzer, die kommen wieder hier hin, okay. Und die wollen wieder diese Hylokultur, okay. Die wird jetzt auf hoher Priorität verteidigt. Es stimmt. Ja, gewagte Experimente. Was fängt gleich an zu brennen? Dreht um, Panzer, dreh um. Löschen, wichtig, Baumwolle. Okay. Die Panzer kommen, aber unsere Panzer kommen auch. Oh, wow, das geht ja schnell runter, der Schaden. Okay, sie haben sie abgelenkt. Sie haben unseren Panzer zerstört. Wo sind denn die anderen Panzer hin? Hä, warum fährt der hier oben hin? Wenn ich sogar losgeschickt, bis ich beim Gebäude versammeln, um sie zu verteidigen und auf die Angreifer warten. Vielleicht sollten sie das lieber machen. Vielleicht sollte ich das mal machen, wenn ich nicht will, dass die meine Gebäude zerstören. Das klingt doch eigentlich logisch. Ja klar, das ist doch auch viel besser. Klar, das Abfangen ist auch gut, aber so fahren die jetzt gerade einfach in die völlig falsche Richtung. Und das ist nicht so gut. Kämpfen die gerade miteinander?
Ja, jetzt. Also, und zack. Und wirst du auch noch den Panzer kriegen. Das muss gelöscht werden. Jetzt ist eine der Baumwollhydrokulturen zerstört worden. Ey, ich glaub's ja nicht. Eilmeldung! Die verheerenden Gewitterstürme sind abgeklungen. Danke, Präsident, für Opfer an Chaak, den Wettergott der Maya. Aber das ist natürlich die Sache, die ich machen muss. Die müssen Gebäude verteidigen. Wobei, jetzt, das heißt, der würde sich jetzt bei der Spionageakademie auf die warten, richtig? Ja, nee, macht aber doch lieber Angreifer bekämpfen, ja. Muss man vielleicht immer mal so umschalten, aber gut, das wäre dann die Lösung jedenfalls. Ach, jetzt ist wieder, jetzt läuft es doch wieder schlecht hier mit den Stoffen. Ja. Immerhin läuft es mit Saft. Ja, da wurde auch gerade schon eine Saftroute abgeschlossen. Sehr, sehr schön. Das könnten wir verkaufen, das könnten wir noch verkaufen. Gold. Gold, interessant. Stoffe, Rum. Verkaufen wir mal Gold. Mit dem Rum, da läuft es ja auch immer nie so richtig gut. Wie läuft es bei den Konserven? Das ist das Baubüro. Bei den Konserven, die haben total viel Ananas rumliegen. Aber die kriegen keine neue geliefert, wie es aussieht tatsächlich. Geht jetzt alles hier hin. Und das ist gut. Ich hätte jetzt gerne ein bisschen mehr Geld allerdings. Ich will jetzt wirklich gerne noch an der Mission vorankommen in diesem Video. Aber gut. Wenn es nicht sein soll, dann wird es eben im nächsten Video weitergehen. Und ich verstehe immer noch nicht, warum hier alles kaputt ist, wirklich. Diese Häuser. Warum? Ich verstehe das nicht. Was ist der Witz dahinter? Unsere Agenten sind zurückgekehrt und haben die Kathedrale unter ihren Mänteln versteckt eingeschmuggelt. Es hat etwas gedauert. Sehr schön. Sobald wir Geld haben, würde ich die gerne bauen. Da hätten wir das schon mal abgeschlossen. Aber ich habe gerade nicht das Geld. Die Kommandogarnison einfach. Das mit dem Bergwerk wird wohl nichts. Ja, gut. Dann wird es ja gleich einen Aufstand von den Industriellen geben. Aber die dauern ja, diese Eskalationen dauern ja auch immer nur ein Jahr. Insofern ist das ja auch noch in Ordnung. Willst du nicht bei unseren Kirchen? Ja, die sind tatsächlich gut gefüllt. Eigentlich würde ich ja wirklich gerne das Wohngebiet hier hinten, aber wenn wir dann das Geld haben, möchte ich erstmal Sachen wieder aufbauen, damit die Wirtschaft besser läuft. Und diese Kommandogarnison hier irgendwo hin platzieren. Erstmal das und dann in der Mission vorankommen. Das möchte ich jetzt wirklich mal. Wir haben jetzt so lange hier, hingen wir hier immer pleite rum. Da sollte es mal in der Mission auch vorangehen. Das muss ja auch mal sein. Nee, ist gerade keine gute Zeit, Penultimo. Das wäre jetzt ungünstig. Ja. Okay. Ja, hier hinten immerhin wird dieses Haus, das eine, was noch steht, gut angenommen. Die anderen wurden ja alle irgendwann mal zerstört. Aber es war besser, als wenn die von da angegriffen haben, als hier. Denn hier sind unsere ganzen Produktionsgebäude. Eine Rumroute, aber es läuft ja mit dem Geld. Es wird ja mehr. Insofern ist das ja auch noch in Ordnung alles. Die ganzen Sachen habe ich nicht, die wollen. Nee, habe ich alles nicht. Doch, Eisen habe ich tatsächlich. Lassen wir sie dann mal Eisen verkaufen. Es werden auch immer mehr Planken, die hier rumliegen. Könnte ich wirklich mal noch eine Möbelfabrik oder eine zweite Werft. Ich weiß nicht, was sich mehr lohnt. Wo bekommt man mehr Geld? Es ist eine Schande, dass wir unsere industriellen Meinungsverschiedenheiten nicht überwinden konnten. Ich gebe mir die Schuld. Meine Investoren hingegen geben Ihnen die Schuld. Ich habe den größten Respekt vor Ihnen, Präsidente. Aber wenn Sie uns nicht dabei helfen können, diesen elenden Planeten auszubeuten, werden wir das einfach alleine machen. Es könnte hässlich werden und Menschen werden unglücklich sein. Aber Geschäft ist Geschäft. Ja. Gut. Ich würde jetzt ungern das Video mit einer gescheiterten Eskalation beenden. Aber ich sehe nicht, dass jetzt gerade noch irgendwas Cooles passiert, ohne dass ich total Überlänge mache. Ich meine, wir haben nicht viel Geld. Oh doch, da kommt ein Frachter. Vielleicht passiert jetzt gleich was Tolles. Warten wir mal kurz. Kann ich irgendwo Geld anfordern?
Ja, tatsächlich. So, machen wir das doch direkt mal. Und na, vielleicht jetzt. Ah, jetzt haben wir gerade ein bisschen Geld. Ah, das reicht allerdings nicht, um was wieder aufzubauen. Ah, gerade so nicht. Na, na gut, vielleicht wird es ja gleich weniger. Kommt, kommt, kommt. Nur ein klein wenig und dann könnten wir das machen. Dann kann ich noch was Cooles machen im... Ja, ist die falsche Richtung mit den Zahlen. So habe ich mir das nicht vorgestellt, Chef. Ja gut, ich fürchte, das wird in diesem Video nicht mehr klappen, dass wir noch zu Geld kommen. Aber ich denke, im nächsten, es lief ja schon, wir hatten ja minus 75.000 teilweise und jetzt hatten wir eben schon, ja, fast plus schon nur minus 6.000. Insofern, im nächsten Video werden wir dann auf jeden Fall eine ganze Menge Geld haben. Da kommt ja auch gerade schon der nächste Frachter. Ich hoffe mal, es hat euch trotzdem gefallen. Wenn ja, könnt ihr dem Video gerne einen Daumen nach oben geben, um weitere nicht zu verpassen und den Kanal zu unterstützen. Lohnt es sich zu abonnieren und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann.